Moni hat mich vom Flughafen abgeholt. Und jetzt fahren wir direkt mal nach Killarney, weil es ist Black Friday und tja, shoppen. Remember the kiss, boy, that you placed on my lips and you show me what I missed out. And I gave you shelter, but you ran through my heart. You'd have seen it from the start now. The mystery you bring, it's a beautiful insanity. You do it cause you cherish me. Though my story's a cliche, I'm too broken to be. So, hallo! Wir sind jetzt nach einem komatösen 11 Stunden Schlaf ready to leave und wir fahren jetzt nach Kinsale zu meiner ehemaligen Gastfamilie und ich schlafe da eine Nacht und Ramona schläft bei einer Freundin, die in der Nähe von meiner Gastfamilie wohnt und wir holen jetzt noch eine andere Freundin von Ramoni ab, die auch mitkommt. I want to take a selfie with the cow. That was my head. Oh my god. But she doesn't like it, right? What do you need the keys for? But what's in the shed? Oh yeah, all right. Wir sind gerade auf der Farm von meiner Gastoma und die Kühe werden gerade gemolken. Das ist ziemlich laut, weil es sind 200 Kühe. Are there 200 cows? Vielleicht sieht, bin ich bei meiner Gastfamilie zu Hause, bei meiner ehemaligen, das ist das Meer. Und es ist so schön hier zu sein, ich bin jetzt seit gestern hier und ich werde auch gleich wieder gehen. Es war nur ein kurzer Trip hierher, ich werde heute wieder bei Ramona schlafen und morgen fliege ich dann zurück nach Deutschland. Aber es ist einfach so schön hier zu sein, weil es sich immer wieder anfühlt, als würde ich nach Hause kommen, weil sich nicht viel verändert hat. Die Möbel sind noch genau dieselben sogar. Die Kinder sind ein bisschen größer geworden, aber das Gefühl, was ich für die Familie habe und für die Umgebung hier, ist immer noch genau dasselbe. Deshalb genieße ich auch die Zeit hier momentan. Und ja, meine Gastfamilie ist gerade beim Gottesdienst. Da wollte ich halt natürlich nicht mit, da bin ich nie mitgegangen. Geschäft und Ramona braucht noch ein Geschenk für ihre Gasttochter, die nächste Woche eins wird. Und ja, mal sehen, was wir finden. Und da kommt ein Auto. Ich stehe mal wieder im Weg. Ups. Es ist so windig, ey. An der Tankstelle. Ramoni tankt. Ramoni ist Tankprofi mittlerweile in Irland. Und ein Liter kostet 1,28 und Diesel kostet 1,16, also billiger als in Deutschland. Da ist Ramoni am Start. Wir sind jetzt in Tralee und hier hat zwar nichts mehr offen, aber da sind so richtig schöne... Das ist unser Museum. Das ist das Museum. Ja, hier hat zwar nichts mehr auf, aber hier ist halt total schön weihnachtlich geschmückt. Und weil ich noch nie in Tralee war, müssen wir natürlich mal ein bisschen schauen.
Weihnachtsbaum. Bidi. Da hinten ist sogar eine Krippe aufgebaut. Auf geht's zum Takeaway. Ramoni hat Hunger. Hat es noch offen? Ramoni, zeig dein Essen. Ist nichts für mich dabei. So, wir gucken jetzt X-Factor. Ramoni, sag hallo. Hallo. Da kommen gerade die Ergebnisse von X-Factor. Ich gucke das immer online, deswegen finde ich das ziemlich praktisch jetzt, dass das hier im Fernsehen läuft. Yes! Yes, yes, yes! Oh mein Gott, ich liebe Luisa. So, es ist Montag, mein letzter Tag. Heute fliege ich nach Hause um 3 Uhr. Und wir fahren jetzt noch eine Runde an den Strand. Obwohl es echt richtig schlechtes Wetter ist. Also es ist so windig, dass wir vorhin, wow, da war wieder eine Riesenpfütze, dass wir vorhin, als wir die Kinder in die Crash gefahren haben, den Teddy verloren haben. Oder was war das? Der Teddy oder Hase oder was das ist, der ist aus dem Maxi-Cosi rausgeflogen und muss ich noch hinterher rennen. Also das ist echt krass, finde ich. Und ich musste die Tür festhalten vom Auto, weil die ist einfach so pam aufgeflogen. Ja, jetzt geht's am Strand. Und noch eine. Okay, wer putzt das Auto? Das ist perfektes Strandwetter. Ja, Strand war ja nicht so ganz möglich bei dem Wetter. Wir sind dann auch in die Stadt gegangen und waren bei der Post und waren bei Pennys und so weiter. Und jetzt haben wir kurz nach 2 und jetzt fahren wir zum Flughafen. Um 3 geht mein Flieger und dann geht's wieder nach Deutschland. Und dann lasse ich Ramoni wieder alleine. Ah, die kriegt ja ständig Besuche hier in ihr Land. Wir sind jetzt am Flughafen und Carrie ist voll dafür, dass es nur eine Landebahn hat und einen Check-in-Schalter. Deswegen stelle ich mich jetzt lieber mal an und sag mal tschüss. See.